So, willkommen zu einem neuen Pokémon-Let's Play von mir, einem neuen Projekt, und zwar einer Monotype-Randomizer-Nuzlocke-Challenge in Pokémon Feuerrot. Und ja, ich bin schon ziemlich gespannt, wie ich mich hier so schlagen werde. Ich hatte schon einen kleinen Durchgang gehabt, also ich habe schon zwei Parts aufgenommen. Nur gab es da ein Problem mit dem Randomizer, beziehungsweise, ja, ich habe Mist gebaut. Und, ja, deswegen fangen wir jetzt einfach mal hier neu an. Oh, diesmal ist es Onix. Beim letzten Mal war es Stalos. Komisch, irgendwie kommt immer nur Onix oder Stalos hier raus. Da sieht man schon, es ist alles gerandomized. Ein gerandomizedes Pokémon hier. Und, ja, ich bin ein Mädchen diesmal. Beim letzten Mal habe ich hier ein bisschen länger überlegt, aber ja, ich bin eindeutig ein Mädchen. Nenn mich wie immer hier. Wobei es jetzt eigentlich gar nicht mehr so zu mir passt. Ich habe mich ja auf YouTube umbenannt. Als das Platin-Let's Play gestartet hat, da hieß ich noch der Herbert-LP. Deswegen nenne ich mich auch dieses Mal Herbiner. Warum auch nicht, ne? So. Genau, das ist mein Name. So, und den habe ich beim letzten Mal auch schon Hugo genannt. Nenne ich diesmal auch. Das ist der Hugo, jawohl. Warum auch immer. Ich finde den Namen irgendwie lustig. So. Dann geht's jetzt als Mädchen los. Wie immer hier schön in unserem Zimmer. Itemlager, Item nehmen. So, bin ich auch mal gespannt, was wir als Starter bekommen. Beim Run davor, also bei der Aufnahme davor, war es Flunkiefer. Eine Stahl-Monotype-Challenge ist eigentlich geil, aber wie gesagt, also das Problem war, dass die Pokémon irgendwie... Ja, also ich hab das gerne so, dass pro Gebiet ein gewisser Typ da ist. Das ist gerade bei einer Monotype-Challenge ziemlich gut, weil ich bild mir da so ein, dass es dadurch ein bisschen einfacher wird. Da einfach, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Stahl-Monotype-Challenge mache, dass wenn sich dann irgendwo in irgendeinem Gebiet eben Stahl-Pokémon aufhalten, da ist es doch wahrscheinlicher, dort dann Stahl-Pokémon zu fangen, als irgendwo Stahl-Pokémon zu fangen, wo es randommäßig, gerade bei einer Nuzlocke-Challenge, als erstes Pokémon dann vielleicht mal ein Stahl-Pokémon rauskommt. Deswegen ist das mir ziemlich wichtig, dass wir das jetzt so machen. So, hier zur Mutter müssen wir nicht mehr gehen. Mit der reden wir kein Sterbenswörtchen hier. Und dann geht's auch schon hier nach oben. Ja, ja. Da kommt er hinter uns her, der Alte. Ab in sein Labor, was er da wohl mit uns anstellen wird. Ich will's, glaube ich, gar nicht wissen. Versuche an kleinen, wehrlosen Mädchen. Und ja. So. Drei Pokémon, ja, bla bla. Ich lese das hier jetzt absichtlich nicht vor. Ist mir irgendwie zu blöd. Man kennt es sowieso schon. Tja, mir ist es egal. So, was wird das sein? Ein Girafarig, okay. Damit hätten wir schon mal Psycho normal. Beziehungsweise hier steht Psycho. Ich weiß nicht, ob man... Unlicht... Wasser. Wasser ist sehr häufig, würde ich sagen. Eine Wasser-Monotype ist eigentlich auch geil. Ich glaube, ich nehme sogar hier Wasser, weil Landturn cool ist. Ja, komm, nehmen wir Landturn.
Alles, was jetzt unser Rivale nehmen kann, ist, denke ich mal, schwächer als Lanturn. Ja, natürlich ein Spitzname. Ist es männlich oder weiblich? Es ist weiblich. Ich habe mir vorgenommen, wenn es männlich ist, das Start-Pokémon, wenn es männlich ist, werde ich es Mert nennen. Wenn es aber weiblich ist, nenne ich es Juno, weil, ja, ein bestimmter Anime und so, Juno ist cool. Ja. Und außerdem, ja, habe ich das so mit jemandem abgesprochen, der dieses Video dann wahrscheinlich auch sehen wird. Gut, Juno. Und unser Hugo nimmt Pfiffchen. Das habe ich übrigens auch gerandomized, dass der Rivale auch wirklich das Start-Pokémon behält, aber alle anderen Teammitglieder ändern sich. Was das Ganze ein bisschen spannend macht, denke ich mal. Ich hoffe, ich nehme den Ton auf. Wenn nicht, dann muss ich alles nochmal randomisen, weil das ist ja irgendwie langweilig, wenn ich das alles schon weiß, ne? So, Juno, yay! Ja, ja. Laber du nur. Warum gibt der einem hier so ein ausführliches Tutorial? Das gab es noch nicht mal in der roten oder blauen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, Blubber, Donnerwelle, Superschall. Das war super. Superschall nochmal. Superschall, ach ja. Superschall war das, was verwirrt, und Ultraschall war das, was Schaden macht, glaube ich, ne? Ja, so war das. Naja. Blubber ist die einzige Attacke, die wir hier einsetzen können. Aber es zieht schon recht viel ab, eigentlich. Ja. Aber es steigert seinen Angriff. Oh. Der nächste Tackle könnte sogar schmerzhaft sein. Aua. Ach, geht. Ja, easy going hier mit Landtouren. Ich fand eigentlich Flunkiefer so richtig cool. Und später mit Biss hat es auch richtig Spaß gemacht. Also es hat... Die einzige Attacke, die es zuerst hatte, war Erstauner. Da habe ich schon so ein bisschen gezweifelt, weil Erstauner ist eine richtig schlechte Attacke. Aber dann, als es dann endlich Biss erlernt hat, dann hat es richtig Spaß gemacht. Und ja, kann man jetzt nicht mehr ändern, ne? So, hau ab. Und wir gehen mal schön... Moment, bin ich jetzt eigentlich geheilt? Das muss ich kurz gucken. Ja, ich bin wieder vollständig geheilt. Und mit Juno gehen wir jetzt mal die Route entlang. Hier gibt's Schuppets. Bringt uns nicht viel. Wir haben eine Wasser- oder Elektro-Monotype, ne? Also ich mache das jetzt nicht von dem Typ, der da stand, abhängig. Machen vielleicht andere, aber ich nicht. Ich lasse mich... überraschen, was zuerst kommt, Wasser oder Elektro. Und je nachdem, was zuerst auftaucht, werde ich mich für eins entscheiden. Oh, der Abschlag. Hier gibt es anscheinend Geist-Pokémon. Sonst wäre Schuppert jetzt nicht hier. Und... boah. Was ist denn jetzt los? Noch ein Schuppert. Muss ich mir hier Gedanken machen? Naja, wir haben genug AP auf Blubber. Sollte kein Problem sein hier. Wobei unser Spezialangriff noch ziemlich zu wünschen übrig lässt hier, ne? Der scheint noch ein bisschen schwach zu sein. Außerdem... normal wären wir jetzt schon auf Level 6 und wir sind immer noch auf Level 5. Das heißt, es wird ziemlich schwer zu trainieren sein. Es wird nicht so lustig. Naja, immerhin sind wir jetzt Level 6. Da war das ganz gut. So. Können wir jetzt auch mal was anderes sehen als Schuppert? Irgendwie ist es langweilig, gegen Schuppert zu kämpfen. Besonders, weil wir es ja eh nicht fangen dürfen, Mann.
Ich weiß sowieso nicht, wie das andere handhaben, ob das dann wirklich so ist, dass der erste Typ zählt von einem Pokémon oder ob es eigentlich egal ist. Ich finde es eigentlich besser, wenn es egal ist. Weil, ja, ist irgendwie besser, ne? Und noch ein Pokémon. Noch ein Schuppet. Wer hätte es gedacht? Aber es ist ein gutes Training. Kann man nicht motzen. Abschlag ist jetzt auch nicht so die stärkste Attacke. Hätten wir ein Item, dann würde ich mich schon ein bisschen genervt fühlen, aber nö, haben wir ja nicht. Von daher, kein Problem. So. Du. Erstmal Pokémon heilen. Ja, und dann können wir eigentlich auch gleich schon mal gucken, nachdem wir ein gewisses Paket Professor Eich wieder geschickt zurückgegeben haben, was auf der nächsten Route so auf uns wartet. Mich nervt das extrem, dass ich am Anfang noch nicht rennen kann. Bei den neuen Spielen geht das ja alles. Also bei XY zumindest. Davor hat man auch noch Turbo-Treter bekommen, ne? Kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr, wie es in Schwarz-Weiß war. Aber naja. Ich möchte trotzdem jetzt mal gucken, was da für andere Pokémon noch drin sind, obwohl wir hätten jetzt eigentlich noch genug. Ach, schon wieder ein Schuppert. Na egal, Blubber. Wow. Ein Two-Hit. Yay. Hoffentlich. Gut. Aber die EP, die wir bekommen, ist echt nicht gut. Naja. Ab zu Professor Eich. Achso, Speeden werde ich eigentlich so gut es geht vermeiden. Wenn ich jetzt mal irgendwie zum Pokémon Center zurück muss, dann werde ich wohl doch speeden, ne? Weil es bringt einfach nichts, da so lang zu dackeln. Sobald ich die Turbo-Treter habe, werde ich nicht mehr speeden. Das finde ich einfach blöd. Aber jetzt, in der Anfangsphase, ist es, denke ich, noch ganz gut. Besonders ich denke schon, dass ich spätestens im Vertania-Wald mal zurücklaufen muss. Vielleicht gibt es da ja auch schon das erste Pokémon für mich, ne? Wäre mal schön. So. Dann geht's jetzt wieder hoch. Ja, ja. Ich kann's jetzt. Ich kann's nicht lassen. Oh! Ein Traunfugil. Eigentlich auch cool. Traunmagie könnte eigentlich auch eine Mega-Entwicklung bekommen. Wenn man sich so überlegt. Naja. Wäre eigentlich nur gerecht, so zu Schuppet. Also zu Barnett. Das hat ja eine Mega-Entwicklung bekommen. So, jetzt muss ich mir aber doch mal das Wesen uns so angucken von unserem, von unserer lieben Juno hier. Also Wesen hitzig. Was auch immer das macht. Das ist, glaube ich, sogar ein neutrales Wesen. Initiative Spezialangriff 18. Sehr schön.
Ja, sonst passt alles. Und dann kann es gleich weitergehen, nachdem wir uns ein paar Puckbälle gekauft haben. Oder reichen uns die 5? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hole mir mal so 10 Stück. Dann sehen wir weiter. Oh, jetzt kommen nur noch Traunfugil. Auch schön. Ich mag ja Traunfugil irgendwie mehr als Schuppett. Sieht einfach besser aus. Schuppett ist wie in Feuergrün schon beschrieben. Ja. Ein Verhütungsmittel. Also sieht es zumindest mal aus. So. Oh Mann, der Anfang immer, ne? Der zieht sich so ewig. Aber dann wird es hoffentlich irgendwann mal richtig schön interessant. Da freue ich mich schon irgendwie drauf. Wenn dann schon die ersten Teammitglieder sterben, oh mein Gott. Oh mein Gott. So, erstmal in Pokémon Center. Immer das erste, was man tut, in den Pokémon Center gehen. Man kann ja nie wissen, was dann kommt. So, und dann da hoch. Ja, 10 Stück sind, denke ich mal, ganz gut. Tränke. Wir bekommen, glaube ich, noch einen, deswegen spare ich da mal ein bisschen. Ja. Ich hoffe, es ist kein Fehler, wenn ich an den Tränken spare. Aber, oh. Im Gegensatz zur ersten Challenge habe ich ja jetzt Probleme mit Gift. Das heißt, Gegengift ist auch notwendig. Wenn ich genug Geld habe. Oh mein Gott. Okay, Gegengift kostet nur 100. Ja, packen wir uns mal 5 Gegengifte ein. Man kann ja nie wissen. Also Gift ist sowieso das Schlimmste hier. Bei so einer Challenge. Da kann man nie vorsichtig genug sein. Und ich gehe jetzt mal da hoch. So. Trank gefunden. Da ist der Trank, den ich meinte. Okay, dann können wir auch gleich mal da drüben gucken, was wir da so für Pokémon haben. Na los. Und ich bin gespannt. Oh mein Gott. Soll ich mich damit anlegen? Ja, komm. Ein Nidoqueen. Damit können wir aber leider nicht viel anfangen. Monotype und so, ne? Und der Rest wird auch entweder Gift oder Boden sein. Deswegen. Und da haben wir auch schon das Gift. Und wir sind. Oh, Gott sei Dank. Wir sind nicht vergiftet. Gut, das war nichts, aber es gibt viel EP, ne? Ja, kann dich sehen lassen. Und ich würde sagen, dann gehen wir schon mal auf Route 2 gleich. Und gucken da, was es für Pokémon gibt. Ich weiß auch nicht, ich denke, ich mache jetzt hier den ersten Part ein bisschen länger. Einfach nur, weil es... ja. Weil es auch ein bisschen... neu für mich ist. Zwar jetzt nicht mehr so, aber ja, doch, ist es ein bisschen neu für mich. Oh, der wieder. Komm, das spielen wir jetzt komplett weg. Ich hab jetzt keinen Bock drauf. Ja. Schnauze. Gut, Hornier gefangen. Leerkanal brauche ich nicht. Nein. Tschüss. Aus. Dankeschön. So, dann gucken wir mal, was es hier so gibt.
Oh, Sneeble. Da können wir aber auch nichts anfangen. Nee, leider nicht. Ja, ja, mach deinen Verhöhner. Ist mir egal. Wobei der Kratzer schon relativ viel abzieht. Das will mir gar nicht zusagen. Und nochmal Verhöhner. Dass das jetzt wirkt? Hä? Komisch. Geht hier Verhöhner nur für eine Runde, oder? Was ist hier los? Das wird ja jetzt geändert, so auf 5 Runden, glaube ich. War das? Kann das sein? 5 Runden? Spezialverteidigung. Ja. Ist jetzt nicht so das Wahre, ne? Ich würde sagen, ich beende hier den ersten Part. Im nächsten Part geht's dann weiter mit dem Vertania-Wald. Mal gucken, was es da so für Pokémon gibt. Und ja, natürlich, wenn es gefallen hat, ein Daumen hoch ist immer erwünscht. Ja, bis dann und ciao, Leute.